Kennt ihr auch das beklemmende Gefühl, wenn ihr ein Haus betretet, in dem etwas Schreckliches geschehen ist? Ja, man spürt förmlich, dass mit diesem Gebäude etwas nicht stimmt. Die Mauern scheinen es einem zuzuflüstern. Es ist vielleicht nur so ein vages Gefühl, ein komisches Kribbeln in der Magengegend oder eine Gänsehaut, die eure Arme hinaufzieht, während ihr durch die Räume wandert. Doch ihr ahnt, dass etwas Böses an diesem Ort lauert. Man sagt, ein jedes Haus nimmt über die Jahre die Stimmungen seiner Bewohner auf. Alles Leid und Glück, das sich in den Mauern abgespielt hat, verdichtet sich zu einer eigenen Seele. Sensible Menschen können diese Aura spüren. Und wenn ein Haus aus bösen Träumen besteht, dann solltet ihr fortlaufen, solange ihr noch könnt. Es gab nur noch eine Adresse auf der Liste. Seit Stunden lief Sarah Nightingale durch die Straßen der Stadt auf der Suche nach einem bezahlbaren WG-Zimmer. Doch alle Angebote hatten sich bisher als Enttäuschungen herausgestellt. Entweder lag die Miete weit über dem Budget der Studentin, oder die Zimmer waren in einem unzumutbaren Zustand. Mittlerweile war Sarah vom Regen völlig durchnässt, als sie in eine ruhige Straße einbog. Oh nein, ich muss mich verlaufen haben. Ich kann hier doch unmöglich richtig sein. Doch, die Adresse stimmt und dort hinten ist auch das Haus mit der Nummer 17. Sarah war richtig, daran gab es keinen Zweifel. Dennoch schwand ihr Mut, als sie vor einer hohen Mauer, die das Haus mit der Nummer 17 umgab, stehen blieb. Ein großes, schmiedeeisernes Tor gab den Blick auf einen verwilderten, parkähnlichen Garten frei. Sarah umfasste die Eisenstäbe und sah durch das Tor in den Garten. Sie sah mitten auf dem Grundstück eine prächtige Stadtvilla im Stil der Jahrhundertwende mit hohen Fenstern und diversen Türmchen und Erkern. Im Garten war niemand zu sehen. Und auch hinter den fast blinden Fenstern des Hauses rührte sich nichts. Sarah Nightingale zögerte. Sie wollte sich gerade umdrehen und gehen, als das schwere Tor plötzlich nachgab und aufschwang. Nanu, das Tor ist ja offen. Seltsam. Aus der Nähe betrachtet sieht das Haus gar nicht besonders einladend aus. Ach, was soll's. Ich werde einfach mal klopfen. Während Sarah darauf wartete, dass sich im Haus etwas regte, sah sie sich um. An der herrschaftlichen Jugendstilvilla nagte bereits der Zahn der Zeit. Die Fassade benötigte dringend einen neuen Anstrich und an mehreren Stellen waren deutliche Risse im Putz zu sehen. Dennoch verströmte das Gebäude einen ganz besonderen Charme. Ja? Sie wünschen? In der Tür stand eine ältere Dame. Ihre gesamte Erscheinung von der Kleidung bis hin zur altmodischen Frisur erweckten in Sarah den Eindruck, dass nicht nur das Haus einem anderen Jahrhundert entstammte. Entschuldigen Sie die Störung. Ich bin wegen Ihrer Annonce hier. Sie haben doch ein Zimmer zu vermieten, oder? Ach, Sie sind wegen meiner Annonce hier. Aber kommen Sie doch herein, meine Liebe. Ich bin Louise Seifer. Und ich suche tatsächlich eine neue Mieterin für ein ganz besonderes Zimmer. Och, Himmelkindchen, Sie sind ja ganz durchnässt. Sie frieren bestimmt fürchterlich. Möchten Sie eine Tasse Tee? Danke, sehr freundlich von Ihnen, aber es geht schon. Machen Sie sich bitte keine Umstände. Schließlich ist es doch nur ein warmer Sommerregen. Ja, dieser Sommer ist wirklich verregnet. Nun denn, Sie sind ja nicht zum Plaudern hier. Sie sind an dem Zimmer interessiert. Wollen Sie es sich gleich ansehen?
Gern, aber um ehrlich zu sein, möchte ich erst mal wissen, was Sie sich so als Miete vorgestellt haben. In der Anzeige haben Sie das gar nicht erwähnt und es stand keine Telefonnummer dabei, deshalb bin ich einfach direkt hierher gekommen. Ich bin Studentin, wissen Sie, und meine Mittel sind begrenzt. Och, da machen Sie sich mal keine Sorgen. Schauen Sie sich zuerst mal das Zimmer an. Wenn es Ihnen gefällt, können wir immer noch über den Preis reden. Also gut. Ja, dann folgen Sie mir bitte. Der Raum liegt im zweiten Stock. Vorsicht! Die alte Holztreppe, die ist etwas steil. Mrs. Cipher führte Sarah durch einen langen, dunklen Flur. Kerzenhalter und alte Ölgemälde hingen an den Wänden. Doch konnten diese den Eindruck des Verfalls, den Sarah von diesem Teil des Hauses hatte, nicht abschwächen. Es war unnatürlich still. Und verschlissene Teppiche dämpften die Schritte der beiden Frauen. Vor den hohen Fenstern hingen schwere Vorhänge, die kaum Licht hineinließen. Die Luft roch feucht und leicht modrig. Von irgendwoher kam ein eisiger Luftzug und eine Gänsehaut breitete sich auf Sarahs Oberarmen aus. Diese Villa hatte etwas Düsteres an sich. Und wenn das Zimmer, welches Mrs. Cipher ihr anbieten wollte, einen ebenso renovierungsbedürftigen Eindruck machte, würde Sarah von dem Angebot Abstand nehmen, ganz gleich, wie günstig die Unterkunft auch sein mochte. Das Badezimmer liegt übrigens am anderen Ende des Flures. Tja, das ist leider nicht ganz so vorteilhaft, aber dafür ist ein Wannenbad vorhanden. Sie können es nutzen, so oft Ihnen der Sinn danach steht, Kindchen. Ja. So, und hier sind wir schon. Wahnsinn! Das hätte ich nicht erwartet. Gefällt es Ihnen? Es ist großartig! Ich hätte nicht erwartet, dass es sich um ein richtiges Atelier handelt. Es wirkt alles so, verzeihen Sie, modern. Bis auf das Himmelbett und den Kleiderschrank. Es ist fast zu groß für eine Person. Ach, kommen Sie und sehen Sie sich um. Dieser Raum ist doch wie geschaffen für eine junge Studentin wie Sie. Finden Sie nicht? Also, alle Fenster befinden sich auf der Südseite. Sie sehen von hier aus in den hinteren Teil des Gartens. So haben Sie es schön ruhig und die Straße stört Sie nicht. Ja, hinter diesem Vorhang befindet sich zudem eine kleine Küchenzeile. Wohin führt diese Wendeltreppe? Ach, die Treppe, die führt zu einem der Türmchen. Von dort hat man eine wunderbare Aussicht. Möchten Sie es sich ansehen? Gern. Es ist nur ein kleiner, leerer Raum. Aber vielleicht könnte man ihn als Arbeitszimmer nutzen. Selbst von hier oben sieht man gar keine anderen Häuser. Man kommt sich beinahe vor, als wäre man gar nicht mehr in der Stadt. Ihr Garten ist ziemlich groß, oder? Das stimmt, ja. Der Park bietet die notwendige Abgeschiedenheit. Aber er macht eine Menge Arbeit. Die Nachbargrundstücke, die liegen hinter den hohen Kastanienbäumen verborgen. Wohin führt die Tür hier? Die Tür? Ach, die Tür ist ein zweiter Zugang zum Dachboden. Der ist allerdings leer, bis auf ein paar alte Möbel. Ich würde ihn Ihnen selbstverständlich zeigen, aber die Tür ist abgeschlossen und ich habe vor Jahren schon den Schlüssel verlegt. Ja. Wollen wir wieder nach unten gehen? Okay. So. Nun, was meinen Sie? Gefällt es Ihnen? Oh, es ist toll. Aber vermutlich werde ich es mir nicht leisten können. Ich kann maximal 300 Euro im Monat für ein Zimmer aufbringen und dies ist ja schon fast ein Tanzsaal. Na, was für ein Glück für Sie. Die Miete beträgt nur 250 Euro. Ja, inklusive Heizung und Wasser. Wirklich? Und wann könnte ich einziehen? Sofort, meine Liebe.
Sofort. Ach, das ist ja wundervoll. Dann könnte ich morgen meine Sachen holen. Also abgemacht. Sie müssen hier einziehen. Sie passen ganz wunderbar hierher, Kindchen. Und die anderen werden Sie sicher genauso schnell ins Herz schließen wie ich. Ach, so reizend, wie Sie sind. Die anderen? Ja, ja, ich habe noch mehr Zimmer vermietet. Bei einem so großen Haus mit so vielen Räumen wäre es doch schade, sie alle leer stehen zu lassen, nicht wahr? Außerdem habe ich ein Herz für Künstler. Deshalb habe ich den ersten Stock an einen begnadeten jungen Künstler vermietet. Er arbeitet Tag und Nacht an seinen Gemälden. Sie wissen ja, wie Künstler so sind. Ja, ja. Ach, außerdem gibt es noch Mr. Jekyll. Er bewohnt eine kleine Einliegerwohnung im Keller. Er bastelt gerne und geht mir im Haus und im Garten zur Hand. Ja, und dann war da noch David. Nun ja. War dieser David der Vormieter von meinem Zimmer? Nein, Sie wohnen doch im Zimmer von Amalia. Aha. Und wer ist Amalia? Meine Schwester. Halten Sie mich nicht für neugierig, aber braucht Ihre Schwester denn das Zimmer nicht mehr? Natürlich nicht. Sie ist schon vor langer Zeit dem Nachtmahr gefolgt. Wie bitte? Nun, wie dem auch sei, Sie werden sich hier im Handumdrehen wohlfühlen. Da bin ich mir sicher, Kindchen. Kommen Sie, wir gehen nach unten und bereiten wir den Mietvertrag vor. Sarah beschlich ein ungutes Gefühl, als sie zurück in den halbdunklen Flur traten. Aber sie wollte nicht weiter nachfragen. Louise Seifel führte Sarah in einen Salon. Das Licht des Nachmittags, welches durch die hohen Erkerfenster fiel, schwand zunehmend und tauchte den Raum in ein diffuses Licht. Die alte Dame ging zielstrebig auf einen Sekretär aus Kirschholz zu und zog eine Schublade auf. So, wo habe ich denn nur das Formular? Das Formular. Ah ja, ach, hier ist es ja. So, ja. Also, wie lautet denn Ihr voller Name, Herzchen? Ich heiße Nightingale, Sarah Nightingale. Oh, wie wundervoll. Ach, ich wusste, dass Sie perfekt hierher passen. Wie meinen Sie das, Mrs. Seifer? Nun, wie Sie sehen, habe ich eine Schwäche für Singvögel. Sarah sah sich in dem düsteren Salon nur genauer um und erst jetzt fiel ihr auf, dass alle Porzellanfiguren, ebenso wie die Motive auf diversen Bildern und Wandtellern, kleine Singvögel darstellten. Das ist ja eine ganz beachtliche Sammlung, die Sie da haben, Mrs. Seifer. In der Tat, meine Liebe. Und ganz besonders stolz bin ich auf diese Prachtexemplare. Mrs. Seifer wies auf einen mannshohen, kunstvoll gearbeiteten Vogelkäfig, in dem auf Plastikblumen und Zweigen diverse Vögel saßen. Sarah trat an den Käfig und für einen Moment versagte ihr fast die Stimme, als sie in die toten Augen einer Drossel sah. Oh, sind das etwa echte Vögel? Ja, ja. Sind sie nicht entzückend? Eine hervorragende Arbeit, nicht wahr? Und stellen Sie sich vor, meine Sammlung ist fast vollständig. Nur eine Nachtigall habe ich bisher noch nicht. Als Sarah den Weg zur Bushaltestelle zurücklief, schüttelte sie die Erinnerung an all die leblosen Glasaugen der ausgestopften Vögel ab.
Auch wenn ihre Vermieterin etwas sonderlich war, so freute sich die junge Frau darüber, eine so günstige Unterkunft gefunden zu haben. Solch eine Gelegenheit sollte man sich in dieser Stadt nicht entgehen lassen. Hastig holte sie ihr Handy aus der Handtasche und wählte die Nummer ihrer besten Freundin. Nelly, ich bin's. Stell dir vor, ich habe tatsächlich ein Zimmer gefunden und es kostet nur 250 Euro im Monat. Wow, das sind ja tolle Neuigkeiten. Aber ehrlich gesagt kommt mir das ein bisschen billig vor. Da ist doch ein Haken bei der Sache, oder? Nein, das ist es ja gerade. Es ist ein wunderschönes, großes Zimmer in einer alten Vorstadtvilla mit Blick in einen verwilderten Park. Ganz ruhig, da kann ich mich super auf das Examen vorbereiten. Gut, es liegt etwas außerhalb, aber mit der Bahn bin ich in knapp 25 Minuten in der City. Anscheinend ein echter Glücksgriff. Und wann kannst du einziehen? Das ist ja das Tollste. Du wirst es nicht glauben, aber schon morgen kann ich einziehen. Wird auch mal Zeit, dass es bei dir besser läuft nach all dem Pech in letzter Zeit. Ja. Ich fahre jetzt gleich zu Tim und hol meine Sachen aus seiner Wohnung. Dann ist das Kapitel auch Geschichte. Das müssen wir feiern. Gute Idee. Ich komme nachher zu dir. Dann stoßen wir an. Prima, ich freue mich. Bis dann. So, das war der letzte Karton. Mal wieder typisch, dass niemand kommt, um zu helfen. Dabei meinte Mrs. Cypher doch, der Künstler wäre immer da. Ein wenig Hilfe wäre ja nett gewesen. Naja, egal, jetzt mache ich mich erstmal ans Auspacken. Hallo, meine Liebe. Darf ich reinkommen? Natürlich, gern. Oh, wie ich sehe, haben Sie schon alle Sachen ins Zimmer gebracht. Oh, verzeihen Sie, dass ich Ihnen nicht helfen konnte, aber mein Rücken macht nicht mehr so mit. Dafür habe ich Ihnen zur Stärkung einen Tee gemacht. Oh, vielen Dank. Lassen Sie mir doch bitte Gesellschaft. Ja, gerne, gerne. Und probieren Sie auch ein Plätzchen. Die habe ich selbst gebacken. Danke. Die schmecken ja außergewöhnlich. Es ist ein uraltes Rezept mit ganz spezieller Würzmischung. Ach, Amalia konnte nie genug von diesen Keksen bekommen. Danke, Mrs. Cypher. Och, nennen Sie mich doch bitte Louise. Alles andere ist so förmlich. Wir sind hier in diesem Hause alle wie eine Familie. Wenn Sie es wünschen, gern. Oh, meine Liebe, Sie sind müde. Ja, kein Wunder nach all der Anstrengung. Sie sollten sich etwas ausruhen. Wir sehen uns dann später wieder. Ja, danke. Das werde ich tun. Bis später, Louise. Wie lange habe ich denn geschlafen? Es dämmert ja schon. Was ist denn das für eine Musik? Merkwürdig. Wieso ist denn die Tür offen? Mrs. Cypher, Louise, hatte sie doch hinter sich zugemacht. Ob sie nicht richtig schließt? Ich sollte sie wohl besser von innen abschließen, wenn ich schlafe. Jetzt habe ich den halben Tag verpennt. Viel kann ich heute nicht mehr machen. Wenigstens sollte ich Louise aber noch das Teegeschirr runterbringen. Wo ist hier nur der Lichtschalter? Man sieht ja kaum die Hand vor Augen. Wo ist denn nur der Lichtschalter? Ha, hier ist er ja. Na prima, eine winzige Funzel am anderen Ende des Flurs. Es ist immer noch alles dämmerig. Da werde ich mir wohl mal eine Taschenlampe besorgen müssen, sonst breche ich mir noch den Hals, wenn ich abends nach Hause komme.
Vorsichtig lief die junge Frau den scheinbar endlos lang wirkenden Flur in Richtung der Treppe. Alle Zimmertüren waren geschlossen. Und doch beschlich Sarah das seltsame Gefühl, als ob sie beobachtet würde. Ein kalter Luftzug streifte ihren Nacken und hastig blickte sie über ihre Schulter. Die Tür stand eben doch nicht offen, als ich vorbeiging. Im Zimmer brennt Licht. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Zögernd ging Sarah auf die offene Zimmertür zu und spähte in den Raum. Eine einzelne Kerze warf ihr flackerndes Licht auf einige Staffeleien, die mit Tüchern verhängt waren. Neugierig sah sich Sarah um. Das muss das Zimmer des Künstlers sein, den Mrs. Cypher erwähnt hat. Seltsam, alle Fenster sind mit schwarzen Vorhängen verhängt. Nicht gerade die optimalen Lichtverhältnisse zum Malen. Würde mich mal interessieren, was auf den Bildern zu sehen ist. Sarah hob nacheinander die Tücher an, die die Leinwände auf den Staffeleien verbargen. Und ihr stockte der Atem. Auf allen Gemälden waren grausame Szenen dargestellt. Bilder von Mord, Folter und verstümmelten Menschen, die in einem Meer von Blut schwammen. Ein Motiv wiederholte sich allerdings immer wieder. Eine unbekleidete junge Frau lag scheinbar leblos auf einem Bett und auf ihrer Brust hockte ein grässlicher Dämon, der ihren Atem raubte. Oh mein Gott, das ist ja... Schön. Wunderschön, nicht wahr? Sie haben mich aber erschreckt. Das war ganz gewiss nicht in meiner Absicht. Aber da Sie sich nun mal in meinem Reich befinden, wollte ich mich Ihnen vorstellen. Mein Name ist Rick Winter und ich bin der Erschaffer dieser Werke. Ich heiße Sarah Nightingale. Ich bin die neue Mieterin. Entschuldigen Sie, dass ich hier so einfach eingedrungen bin. Die Tür stand offen und hier war Licht und... Und da hat Ihre Neugierde gesiegt, weil Sie einen Blick auf die Meisterwerke werfen wollten. Sie kleines Vögelchen, Sie... Das kann ich nur zu gut verstehen. Aber wie könnte ich einer schönen Frau böse sein, wenn sie in mein Heiligtum eingedrungen ist, um meine Werke zu bewundern? Doch verraten Sie mir eins. Wie gefallen Ihnen meine Bilder? Nun, sie sind sehr speziell, würde ich sagen. Da sehe ich Ihren Kunstverstand. Mich fasziniert das Besondere. Ich entwerfe ein Abbild von den Abgründen der Menschen. Dazu benutze ich ausschließlich schwarze, weiße und rote Ölfarbe. Vor allem schwarze. Was sagten Sie? Ich sagte faszinierend. Und welchen menschlichen Abgrund soll dieses scheußliche Wesen dort auf der Frau darstellen? Das ist mein Lieblingsmotiv. Es ist meine Version von historischen Gemälden des Nachtmars. Ich arbeite an einem ganzen Zyklus. Ein Nachtmahr? Irgendwie habe ich das schon mal gehört, nur wo? Der Nachtmahr ist in den Vorstellungen der Menschen ein Dämon, der die Albträume bringt und den Schlafenden des Nachts den Atem stiehlt. Einige Überlieferungen sprechen auch davon, dass zwischen dem Dämon und den Frauen eine sexuelle Verbindung bestand. Sie haben sich ihm hingegeben. Er war in der Vorstellung der Menschen seiner Zeit der personifizierte Teufel. Na, wenn das kein Abgrund ist. Auf diesem Gemälde sehen Sie, wie sich der Nachtmahr durch eine Tapetentür ins Zimmer seines Opfers schleicht. Sozusagen der Teufel hinter der Tapetentür. Ich sehe, Sie verstehen meine Kunst. Wollen Sie mal für mich Modell stehen? Ich kann sie mir hervorragend als Opfer des Nachtmachs vorstellen, wie sie auf dem Bett liegen, wie hingeflossen liegen sie in all ihrer zarten Pracht, mit ihrem wunderschönen, leuchtenden, roten Haaren. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Mr. Winter, aber ich glaube nicht, dass ich mich als Model eigne. Entschuldigen Sie, aber ich muss jetzt das Teegeschirr zurückbringen. Ja, tun Sie das. Aber kommen Sie mich bald wieder besuchen und dann müssen Sie mir Modell stehen. Ich bestehe darauf. Mit Ihnen als Opfer des Nachtmars wird der Bilderzyklus
seinen Höhepunkt erreichen. Ich denke nicht. Aber danke, dass Sie mir Ihre Bilder gezeigt haben und entschuldigen Sie nochmal mein Eindringen. Oh ja. Du wirst mir Modell stehen. Und wie du das wirst. Oh Mann. Der Typ hat sie ja nicht mehr alle. Dem möchte ich so schnell nicht mehr begegnen. Uff. So, hier muss die Küche sein. Und schon wieder kein Lichtschalter. Blöde Tischkante. Oh je, das Teegeschirr, es ist zu Bruch gegangen. Das ist ja eine schöne Bescherung. Hoffentlich ist Louise nicht sauer. Wo finde ich nur etwas, um die Scherben aufzufegen? Warum ist es auch überall hier im Haus so dunkel? Hier ist wenigstens eine Kerze und ein Feuerzeug. Wunderbar. Scheinbar gibt es in diesem Haus fast nur Kerzenlicht. Sei's drum, besser als gar kein Licht. Ah, da ist ein Schrank. Vielleicht finde ich dort einen Handfeger. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Das sind lauter Einmachgläser. Einmachgläser mit Herzen und sie schlagen noch. Was? Wo bin ich? Die Herzen. Ich liege noch im Bett. Oh mein Gott, es war ein Traum. Es war nur ein schrecklicher Albtraum. Oh. Den Rest der Nacht verbrachte die junge Frau zusammengekauert auf einem schweren Ledersessel. An Schlaf war nicht mehr zu denken. Allzu lebhaft war Sarah Nightingale der Traum vorgekommen. Das Gespräch mit dem seltsamen Künstler, die seltsame Musik und dann die grässlich real wirkenden, schlagenden Herzen. Sie schüttelte sich unwillkürlich und zog die Wolldecke, in die sie sich gewickelt hatte, enger um sich. Auf keinen Fall wollte sie wieder träumen. Und so blieb sie im Sessel sitzen und starrte unablässig auf das Teeservice. In der einen Teetasse war ein deutlicher Sprung zu sehen. Doch Sarah konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, dass die Tasse bereits gestern beschädigt gewesen war. Irgendwann nickte Sarah dann doch ein, nur blieb sie von weiteren Albträumen verschont. Als das bleiernde Grau des Morgens durch die Fenster drang, erwachte sie. Mir tut jeder Knochen weh. Was für eine schreckliche Nacht. Wie spät ist es überhaupt? Oh, erst kurz nach 7. Ob ich Melly schon anrufen kann? Kein Empfang. Oh, na toll. Das hat mir gerade noch gefehlt. Na, dann werde ich mich mal rasch anziehen und schauen, ob ich auf dem Grundstück mehr Glück habe. Etwas frische Luft kann mir nach dieser Nacht auch nicht schaden. Als Sarah die Villa verließ, atmete sie befreit auf. In der Luft hing noch die Feuchtigkeit. Doch immerhin hatte der starke Sommerregen des Vortages aufgehört. Es roch nach Erde und frisch gemähtem Gras. Sarah lief den Kiesweg um das Haus entlang und genoss die kühle Frische dieses Morgens. Üppige Rhododendronbüsche und mächtige Kastanienbäume säumten den Kiesweg, der durch den Garten führte. Ach, Mist, hier habe ich genauso wenig Empfang wie im Haus. Da muss ich wohl zur Straße laufen. Da ging es ja gestern ohne Probleme. Sie lief den Weg zurück, umrundete die Villa und steuerte auf das große Tor zu. Auf dem Weg bemerkte Sarah erst, wie ungewöhnlich ruhig es im Park war. Die Stille umgab das Grundstück wie eine große Seifenblase. Kein Straßenlärm drang herüber und auch kein Vogelzwitschern war zu hören.
Nur das vereinzelte Platschen von Regentropfen, die vom regennassen Laub auf den Weg fielen, unterbrach diese ungewöhnliche Stille. Am Eisentor angekommen, erwartete Sarah die nächste Überraschung. Das kann doch nicht sein. Das Tor ist zu, aber wieso? Es muss doch aufgehen, es muss! Das gibt's doch nicht, da ist nichts zu machen, das Tor ist zu. Ich muss zu Louise und ihr sagen, dass das Tor verschlossen ist. Sicher hat sie nur vergessen, es wieder aufzuschließen. Hallo, Louise? Sind Sie hier irgendwo? Hallo? Oh, hier ist die Küche. Hier sieht es ja genauso aus wie in meinem Traum. Und da, der Eichenschrank. Kann es denn möglich sein? Ich muss Gewissheit haben. Hunderte von Einmachgläsern. Darin befindet sich... Erdbeermarmelade. Louise, ich... Möchten Sie mal kosten? Die hat alle noch meine liebe Schwester Amalia eingekocht. Sie liebte ihre Einmachgläser. Nein, danke. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Oder warum geistern Sie hier herum? Ehrlich gesagt, ich habe Sie gesucht, Louise. Ich habe eben einen Spaziergang unternommen und dabei bemerkt, dass das Tor zur Straße abgeschlossen ist. Ja, natürlich ist es abgeschlossen. Ja, aber warum? Zum Schutz, meine Liebe. Zum Schutz. Mr. Jekyll schließt immer ab. Er ist da sehr gewissenhaft. Man weiß ja nie, wer sich sonst hier Zutritt verschaffen würde. Oh, sicher. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir aufzuschließen oder mir einen Schlüssel zu geben? Ich müsste nachher einige Besorgungen in der Stadt erledigen. Das geht leider nicht, Kindchen. Mr. Jekyll hat den Schlüssel. Und ich habe leider nur diesen einen Schlüssel zum Tor. Wer ist denn dieser Mr. Jekyll? Mr. Jekyll ist so etwas wie mein Hausmeister. Er hält das Haus und den Garten in Ordnung. Er unterstützt mich, wo er nur kann. Aber das habe ich Ihnen doch schon erzählt. Sie scheinen mir etwas verwirrt zu sein, meine Liebe. Entschuldigung, Louise. Stimmt, Sie hatten seinen Namen erwähnt, als ich mir das Zimmer angesehen habe. Ich hätte es ganz vergessen. Könnte Mr. Jekyll mich dann vielleicht hinauslassen? Aber nein. Mr. Jekyll ist gerade unterwegs und macht Besorgungen. Er geht weg und schließt uns ein? Gibt es denn noch einen anderen Ausgang hinaus und weg vom Grundstück? Ich fürchte, nein. Aber ich muss auch Besorgungen machen. Was regen Sie sich denn so auf, meine Liebe? Ich muss zur Post und Lebensmittel... Ich muss auch Lebensmittel einkaufen. Aber Liebes, Mr. Jekyll erledigt alle Einkäufe für uns. Schreiben Sie ihm eine Liste und er wird Ihnen alles besorgen. Und Ihre Post können Sie ihm auch mitgeben. Aber ich muss selbst in die Stadt. Vielleicht kann er mich ja mitnehmen. Ich muss unbedingt mit ihm darüber sprechen. Nun, tja, vielleicht. Allerdings ist der liebe Arthur Jekyll manchmal etwas schwierig, müssen Sie wissen. Tja, er ist menschenscheu, aber seine Arbeit... macht er vorzüglich. Er bastelt gerne an seinen Puppen. Ja, er stopft mir auch die Vöglein aus. Wirklich, ganz wundervoll. Das ist ja alles schön und gut, aber ich muss mit ihm sprechen. Er muss mich rauslassen und mir einen Schlüssel nachmachen lassen. Wie soll das sonst gehen, wenn nächste Woche die Uni wieder beginnt? Ach, bis dahin findet sich alles. Und Lebensmittel brauchen Sie auch erst einmal nicht. Ich habe alles da. Verhungern werden Sie auf keinen Fall. Ich mache Ihnen gleich ein Frühstück zurecht. Gehen Sie rauf in Ihr Zimmer und ruhen Sie sich aus. Sie sehen mir nicht so aus, als hätten Sie gut geschlafen. Ach, das stimmt. Ich habe schlecht geträumt. Oh, ist es die Möglichkeit? Nein. Dabei wissen Sie doch, was man sagt, oder? Der erste Traum. In einem neuen Bett. Wird wahr? Hoffentlich nicht.
Sarah ging folgsam die Treppe hinauf. Ein bleiernder Druck legte sich auf ihre Brust. Die Angst, eingesperrt zu sein, keimte in ihr auf. Sie glaubte kaum atmen zu können, während sie den dunklen Flur entlang ging. Das Gefühl löste sich erst etwas, als sie ihr Zimmer betrat. Ja, vielleicht hatte sie überreagiert. Alte Leute sind nun mal übertrieben sicherheitsbedürftig, dachte sie. Vermutlich würde sich alles regeln, wenn Sarah mit diesem Hausmeister gesprochen hatte. Mit neuem Elan begann Sarah, ihre Umzugskisten auszuräumen, die sie am Vortag noch nicht ausgepackt hatte. Irgendwann kam auch Louise Zeifel mit dem Frühstückstablett hoch. Hungrig machte sich Sarah darüber her. Wenig später überfiel Sarah eine bleiernde Müdigkeit. Immerhin hatte sie in der vergangenen Nacht kaum geschlafen. Sie legte sich hin und schlief sofort ein. Schon wieder diese Spieluhr. Ich höre es ganz deutlich. Wo kommt das nur her? Es scheint von oben zu kommen. Aber Louise sagte doch, dass sich dort nur der Dachboden befindet. Ich will jetzt wissen, was das für eine Musik ist. Sarah stieg die Wendeltreppe hoch zum Turmzimmer und lauschte an der Tür. Die Musik kommt eindeutig aus dem Raum hinter der Tür. Mal sehen. Natürlich verschlossen. War ja klar. Hallo? Ist da jemand? War ja klar. Jetzt hört die Musik auf und nichts rührt sich mehr. Was für ein Reinfall. Na, dann werde ich jetzt mal schauen, ob dieser menschenfreundliche Mr. Jekyll mittlerweile wieder zurück ist. Es ist wieder alles totenstill. Man könnte fast meinen, ich wäre völlig allein in diesem Haus. Nicht mal Louise hört man, kein Radio, kein Fernseher, gar nichts. Und von diesem Künstler, der hier angeblich leben soll, habe ich auch noch nichts gehört. Nur blöd geträumt. Und jetzt rede ich die ganze Zeit über mit mir selbst. Toll. Hoffentlich finde ich diesen Mr. Jekyll. Louise erwähnte doch, dass er oft im Keller bastelt. Dann sollte ich mich wohl dort mal umsehen. Geht es noch runter? Ah, diese Tür könnte es sein. Ja, da scheint es tatsächlich in den Keller zu gehen. Wenigstens gibt es hier Lampen an den Wänden, auch wenn man nur wenig sieht. Aber so ist wenigstens klar, wo ich hinlaufe und ich breche mir nicht alle Knochen auf dieser glitschigen Treppe. Wie kann man in diesem Verlies nur freiwillig seine Zeit verbringen? Mr. Jekyll, sind Sie hier unten? Sie erhielt keine Antwort. Aber Sarah vernahm ein Klappern hinter einer Tür und stieß diese mit einem Ruck auf. Dahinter bot sich ihr ein bizarres Bild. Menschliche Figuren standen und lagen in diversen verrenkten Posen im Raum und auf Tischen. In einigen Figuren steckten Messer oder Bohrer. Einigen hatte man einen Arm oder den halben Kopf abgesägt. Was um alles in der Welt ist das? Schaufensterpuppen. Was für eine morbide Ausstellung. Und da auf dem Tisch liegen tote Vögel. Das müssen Jahrhunderte sein. Kein Wunder, dass im Park kein Vogel zu hören ist. Sie sind schon halb verwest. Oh, ich glaube, mir wird schlecht. Sarah Nightingale hielt sich die Hand vor den Mund. In diesem Augenblick entdeckte sie auf dem Fußboden hinter der Werkbank einen Arm. Und dieser stammte nicht von einer Puppe. Das ist keine Puppe. Der Arm ist echt. Oh mein Gott. Das ist dieser Mr. Jekyll. Das ist der Louise Cipher. Sie ist tot. Oh Gott, was mache ich jetzt? Ich muss sofort jemandem Bescheid sagen. Der Tod ist nur eine Puppe. Eine zerbrochene Puppe. Der Nachtmahr kann sie nicht holen. Nein, niemals, nein.
Sie meinen, das ist nicht Mrs. Cipher, sondern eine Puppe? In der Tat, ja. Die Welt ist voller Puppen. Sie sieht so echt aus. Ich hätte echt gedacht... Das Denken ist das Los der Verlorenen. Sind Sie Mr. Jekyll? Wer will das wissen? Mein Name ist Sarah. Sarah Nightingale. Ich bin die neue Mieterin und eigentlich wollte ich mit Ihnen wegen dem Schlüssel für das Tor sprechen. Der Mensch. Der Mensch ist ein seltsam Ding. Ganz im Gegensatz zum Vogel. Er fliegt nicht. Niemals. Nein, niemals nicht. Oh. Ja. Um nochmal auf den Schlüssel zurückzukommen. Der Schlüssel ist der Schlüssel. Durch das Tor ziehen Menschen. Menschen, die einst werden zu Puppen. Puppen wie du und ich. Ja? Auch du bist nur eine Puppe. Eine Puppe im Spiel des Lebens. So, lass mich dich erschaffen als neue Puppe in diesem Spiel. Oh, Tochter mein. Mr. Jekyll, was ist mit dem Schlüssel für das Tor? Ich brauche ihn. Gehe sie nun. Die Zeit ist noch nicht reif. Noch nicht reif für eine neue Puppe. Hinfort! Es sei denn... Arthur Jekyll griff nach einer Bohrmaschine und schaltete sie ein. Er kam mit dem Bohrer auf Sarah zu. Sie wich entsetzt zurück bis an die Wand des Kellers. Bitte, Mr. Jekyll, regen Sie sich nicht auf. Ich gehe ja schon. Tun Sie mir nichts, bitte. Die Puppe ist kaputt. Ich muss sie reparieren. Ihre falschen Augen rausbohren, damit sie wirklich sehen kann. Oh ja. Lassen Sie mich nicht an! Sarah sah sich hektisch im Keller um und suchte etwas, womit sie sich gegen den anscheinend wahnsinnigen Mann wehren konnte. Panisch griff sie nach dem Kopf einer Schaufensterpuppe, der neben ihr auf einem Regal lag. Arthur Jekyll kam Schritt für Schritt weiter auf Sarah zu. Jetzt hole ich mit deinen Augen deine falschen Puppen. Als der Hausmeister Sarah mit der Bohrmaschine immer näher kam, wehrte Sarah seinen Angriff verzweifelt mit dem Puppenkopf ab. Ich muss hier raus. Er ist wahnsinnig. Völlig irre. Bohrer fräste sich in die Augenhöhle der Puppe. Und Sarah nutzte den Augenblick. Sie tauchte unter dem Arm des großen Mannes weg und rannte wie von Sinnen die Kellertreppe hinauf. Auf der letzten Stufe der Treppe stürzte Sarah, schlug mit dem Kopf an die Wand und ihr wurde schwarz vor Augen. Als die junge Studentin wieder erwachte, lag sie noch immer auf den Treppenstufen. Ihre Glieder schmerzten und ihr Kopf dröhnte. Mühsam erhob sie sich. Der Keller war stockdunkel und kein Laut war zu hören. Merkwürdigerweise war ihr der Hausmeister nicht gefolgt. Sie tastete sich im Dunkeln vorsichtig an der Wand entlang, weiter nach oben, bis sie die Kellertür erreicht hatte. Als sie in den Hausflur trat, stieß sie mit Mrs. Cipher zusammen. Louise! Sie leben! Was für ein Glück! Es war so schrecklich! Aber natürlich lebe ich, Kindchen. Was ist denn los mit Ihnen? Sie sind ja ganz aufgeregt. Nun kommen Sie. Ich habe frischen Tee gekocht. Leisten Sie mir Gesellschaft und dann erzählen Sie mir alles. Wir können doch jetzt keinen Tee trinken. Ich dachte, Sie wären tot. Aber er sagt, es wäre nur eine Puppe und dann wollte er mich umbringen. Du lieber Himmel! Wer wollte sie umbringen? Mr. Jekyll, ich habe ihn in seinem Bastelkeller aufgesucht. Und dann lag da diese Puppe von Ihnen. Ich habe mich fürchterlich erschrocken, aber es muss ja eine Puppe gewesen sein, denn Sie sitzen ja vor mir, nicht wahr? Und dann bin ich weggelaufen und gestürzt und dann... Nun, ich sitze in der Tat vor Ihnen. Aber das ist ja eine ganz fürchterliche Geschichte. Oh. Oh.
Ich komme mir so dumm vor. Ich habe tatsächlich eine Puppe für Sie gehalten. So etwas kann vorkommen. Sagen Sie, meine Liebe, sind Sie öfter so überspannt? Nein, natürlich nicht. Aber Sie müssen doch zugeben, dass Ihr Hausmeister ein sehr seltsames Hobby hat. Und er hat mich angegriffen. Mein liebes Kind, Mr. Jekyll ist ein herzensguter Mann. Ich fürchte, Sie haben die ganze Sache nur geträumt. Der Sturz hat Ihnen wohl eine leichte Gehirnerschütterung beschert. Bitte, Sie müssen mir glauben. Ich will nichts davon hören. Nichts. Außerdem ist Mr. Jekyll noch gar nicht zurück im Haus. Sie sollten sich besser hinlegen, sonst haben Sie morgen noch mehr Kopfschmerzen. Was ist denn nur mit mir los? Warum? Sie haben recht, vielleicht sollte ich mich wirklich hinlegen. Die letzten Wochen waren doch sehr anstrengend. Aber eine Frage habe ich noch. Wer wohnt eigentlich oben auf dem Dachboden? Niemand. Wieso? Ich sagte Ihnen doch bereits, Kindchen, dass der Dachboden leer steht. Aber ich habe dort vorhin was gehört. Und was? Naja, es klingt vielleicht lächerlich, aber da war so eine Spieluhrenmusik. Sie kam ganz sicher vom Dachboden und ein Rumpeln habe ich auch gehört. Sind Sie sicher, dass Sie das nicht nur geträumt haben, meine Liebe? Ich sagte Ihnen doch bereits, dass dort niemand wohnt. Und wenn dort niemand wohnt, kann dort auch keine Spieluhr spielen. Nicht wahr? Natürlich. Dann habe ich mich wohl getäuscht. Oder es tatsächlich nur geträumt. Aber ich verstehe es nicht. Sicher haben Sie das. Sie haben ja auch eine Puppe für meine Leiche gehalten. Machen Sie sich keine Sorgen, meine Liebe. Ich trage Ihnen das nicht nach. Aber jetzt mal zu erfreulicherem Thema. Ich hörte, Sie haben Mr. Winter kennengelernt. Bitte? Mr. Winter, unseren Künstler. Ach, er ist einfach begnadet. Finden Sie nicht auch? Sarah stockte der Atem. Sie hatte das Gespräch mit dem Maler doch nur geträumt. Oder etwa nicht? Wie sollte sie ihn also kennen? Und den Namen hatte Sarah erst durch den Künstler selbst erfahren. Mrs. Cypher hatte ihn nie zuvor genannt. Er war ganz begeistert von Ihnen, genau wie ich es vorhergesagt habe. Bestimmt schenkt er Ihnen eines seiner Bilder. Noch Tee? Nein, danke. Ich habe noch etwas. Er hat mir anvertraut, dass er sie gerne malen würde. Doch, ich halte das für eine ausgezeichnete Idee, meine Liebe. Sarahs Hand, die die Teetasse hielt, zitterte leicht. Langsam kam es ihr vor, als würden sich Realität und Traum vermischen. Ja, sie fühlte sich schwach und elend. Eilig trank sie ihren Tee aus und verabschiedete sich von ihrer Vermieterin. Sie musste sich hinlegen, sich erholen und hoffentlich mit neuer Kraft und freiem Geist wieder erwachen. Der Schlaf hat nichts verändert. Ich bilde mir das alles nicht ein. Die Menschen in diesem Haus scheinen verrückt zu sein. Ich halte es keine Nacht länger hier aus. Schlafen kann ich sowieso nicht. Es ist noch nicht ganz dunkel. Vielleicht finde ich doch irgendwo im Park einen Fluchtweg. Alles ist besser, als hier rumzusitzen, bis ich auch noch total verrückt werde. Sarah Nightingale schlich leise im Schatten der Bäume durch den Park auf der Suche nach einer Fluchtmöglichkeit. Doch schon bald schwand die Hoffnung der jungen Frau, zudem schmerzte ihr Kopf immer mehr. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Kein Tor, keine Tür, nirgendwo ein Loch in der hohen Mauer. Nicht mal ein Baum, der günstig genug steht, um an ihm hochzuklettern und die Mauer zu überwinden. Was mache ich nur? In diesem Moment hörte Sarah ein paar Zweige knacken. Sie erstarrte und sah sich um.
Da entdeckte sie in einiger Entfernung auf einer Bank einen jungen Mann sitzen. Er hatte weißblondes, strubbeliges Haar und schien kaum älter als sie selbst zu sein. Für einen Augenblick überlegte Sarah, sich zu verstecken, aber der Mann schien sie nicht zu bemerken. Er ließ die Schultern hängen und wirkte irgendwie bedrückt. Vielleicht benötigte er ihre Hilfe. Entschlossen machte Sarah einen Schritt auf ihn zu. Hallo, wer bist du? Kann ich dir helfen? Ich bin David. David? Ja, Louise nannte den Namen, als ich mir das Zimmer angesehen habe. Erschrocken fuhr David zusammen und starrte Sarah misstrauisch aus seinen dunklen Augen an. Er wirkte gehetzt und verängstigt. Louise, ist sie hier? Hat sie dich geschickt, um mich zu holen? Nein, hat sie nicht. Ich bin Sarah. Sarah? Das ist ein wunderschöner Name. Oh, danke. David ist aber auch schön. Ich habe bei Louise ein Zimmer gemietet. Wohnst du auch in der Villa? Ich dachte, Louise hätte dich als ehemaligen Bewohner vorgestellt. Doch, ich wohne auch dort. Aber ich will weg. Sie sperrt mich immer ein. Ich will endlich raus hier. Wer sperrt dich ein? Louise? Ja, sie sperrt mich auf den Dachboden. Ha, der Dachboden. Ich wusste, ich habe dort oben etwas gehört. Das warst also du. Aber warum macht Louise das? Ich weiß nicht. Meine Mutter will wohl nicht, dass ich sie verlasse. Louise ist deine Mutter? Ja, das ist sie. Wie kann sie nur so etwas tun? Wie kann sie nur ihren eigenen Sohn einsperren? Sie glaubt, ich gehe sonst fort von ihr. Das würde ich doch nie tun. Ehrlich, ich könnte es gar nicht. Ich wollte nur die Welt dort draußen erkunden. Aber mittlerweile möchte ich nur noch weg von ihr. Sie nimmt mir die Luft zum Atmen. Kannst du mich verstehen? Mehr als du denkst. Ich bin erst wenige Tage hier und fühle mich schon genauso. Ich habe eine Idee, Sarah. Hast du Lust, mit mir gemeinsam zu türmen? Wir entfliehen zusammen diesem trostlosen Ort. Das klingt fast wie in einem alten Film, wo der Ritter die Jungfrau in Not rettet. Warum nicht? Ich könnte mir keine schönere Jungfrau in Not an meiner Seite vorstellen. Ich entführe dich an einen geheimen Ort, Sarah. Und dann werden wir auf einem Ball tanzen. Nur keine falschen Versprechungen, werter Herr Ritter. Also abgemacht. Dann fliehen wir morgen Nacht gemeinsam von hier. David stand auf und streckte Sarah seine Hand entgegen. Der junge Mann war groß und schlank. Von seiner verunsicherten Art war nichts mehr vorhanden, als er Sarahs Hand mit sanftem Druck umschloss. Obwohl Sarah Nightingale diesen geheimnisvollen Mann kaum kannte, wirkte er irgendwie vertraut. Er hatte sie zum Lachen gebracht. Und auf einmal fühlte sie wieder Hoffnung in sich aufsteigen. Hoffnung. Hoffnung, diesem Albtraum zu entrinnen, der sie immer mehr umwob. Sie erwiderte Davids Händedruck. Ja, ich komme mit dir. Du glaubst nicht, wie glücklich ich bin, das zu hören. Schon morgen Nacht verlassen wir diesen Ort. Aber wie sollen wir das anstellen? Gibt es denn irgendwo einen anderen Ausgang? Das Tor ist doch verschlossen. Vertrau mir, ich kenne einen Weg. Nur alleine hätte ich mich nie getraut. Aber mit dir an meiner Seite. Und warum gehen wir da nicht gleich? Das geht nicht. Ich muss noch etwas dafür vorbereiten. Vertrau mir. Wir treffen uns morgen Abend nach Einbruch der Dunkelheit an dieser Bank wieder, einverstanden? Gut, abgemacht. Das müsste dann so gegen 10:30 sein. David zog Sarah in seine Arme und hielt sie kurz eng an sich gepresst. Sie sah ihm tief in seine tiefblauen Augen und erhob er plötzlich den Kopf und lauschte. Mutter sucht mich. Ich muss gehen. Bis morgen Abend, Sarah. Warte, David! Na toll, er haut einfach ab. Ach, was soll's. Jetzt muss ich ja nur noch den morgigen Tag überstehen. Von
Völlig erschöpft von den verwirrenden Ereignissen des vergangenen Tages ging Sarah in das schummerige Badezimmer am Ende des Flures, auf dem sich auch ihr Zimmer befand. Es gab kein Fenster. Und dunkelblaue Kacheln bis unter die Decke ließen den Raum noch finsterer erscheinen. Im halbblinden Spiegel sah Sarah ihr blasses und übernächtigtes Gesicht entgegen. Ja, sie fühlte sich um Jahre gealtert. Ugh, ich sehe ja furchtbar aus. Vielleicht sollte ich ein Bad nehmen. Auch wenn dieses antike Monstrum von Wanne nicht gerade einladend aussieht. Meinen geschundenen Knochen wird sicher gut tun. Wenig später stieg Sarah in die mit warmem, wohltuend duftendem Wasser gefüllte Wanne. Kurze Zeit später legte sich bleiernde Müdigkeit über sie. Und für einige Minuten dämmerte sie weg. Sie rutschte tiefer hinein in das warme Badewasser und erst als es ihr in die Nase lief, schreckte Sarah hoch. Wo bin ich? Ach ja, in der Wanne. Moment. Was ist mit dem Wasser? Es ist rot. Aber wieso? Sarah Nightingales Blick hing an der Leiche einer Frau, die ihr gegenüber in der Wanne saß. In der Brust der Frau klaffte eine riesige Wunde. Plötzlich öffnete die Tote ihre Augen. Und aus ihrem Mund quoll Blut. Wie von Furien gehetzt sprang Sarah aus der Badewanne und rannte splitternackt zurück in ihr Zimmer. Sie schloss die Tür und kauerte sich auf ihrem Bett zusammen, als vom Dachboden herab wieder die Spieluhrenmusik erklang. Den Rest der Nacht verbrachte Sarah zitternd in ihrem Zimmer. Und auch tagsüber traute sie sich nicht vor die Tür. Die Stunden des Tages verstrichen wie in Zeitlupe. Immerhin blieb alles ruhig. Und irgendwann stand Sarah auf und packte eilig ein paar Kleidungsstücke für ihre Flucht zusammen. Erleichtert schlich sie sich in der Dämmerung des Abends in den Park zum vereinbarten Treffpunkt. David ist noch nicht da. Naja, es ist erst kurz vor 10:30. Hoffentlich kommt er bald. Ich möchte lieber früher als später dieses Grundstück verlassen. Ganz schön kühl heute Abend. Die Zeit verstrich, ohne dass der blonde Mann erschien. Sarah begann sich Sorgen zu machen. Wo bleibt er nur? Ihm wird doch nichts passiert sein. Ob seine Mutter ihn erwischt hat? Oder hat er mich vergessen? Nein, das glaube ich nicht. Mal sehen, wie spät es ist. Oh, mir ist schon kurz vor Mitternacht. Warum kommt David nicht? Ob ich es allein versuche? Aber ohne ihn finde ich ihn niemals hier raus. Obwohl es Sarah zutiefst missfiel, trat sie kurz nach Mitternacht den Rückweg ins Haus an. Düster ragte die Stadtvilla vor ihr auf, so als lauerte das Haus nur auf ihre Rückkehr. Auf den dunklen Fluren begegnete ihr niemand. Aber sobald Sarah ihr Zimmer erreicht hatte, erklang vom Dachboden aus die Spieluhrenmelodie. Zuerst zart und leise, dann aber immer lauter. So als würde sie die junge Frau rufen. Jetzt reicht es. Ich will endlich wissen, was es mit dieser Spieluhr auf sich hat. David ja dort oben. Immerhin hat er gesagt, seine Mutter sperre ihn auf dem Dachboden ein. Vielleicht braucht er meine Hilfe und ich kann ihn befreien. Sarah folgte den Klängen der Spieluhr. Die junge Studentin stieg vorsichtig die Treppe hoch und gelangte an die Tür zum Dachboden. Diese war nur angelehnt. Dahinter war ein schwacher Lichtschimmer zu sehen. Sarah stutzte einen Moment. Dann trat sie durch die Tür. Dieses Mal brach die Melodie nicht ab. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, als sie in der Mitte des Raumes stehen blieb und sich umsah.
Um sie herum standen in einem Kreis schwarze Kerzen, die mit ihren flackernden Flammen mehr Schatten als Licht in die dunklen Ecken warfen. Da bist du ja endlich, Geliebte. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. David! Dem Himmel sei Dank, ich habe dich überall im Park gesucht. Warum bist du hier? Was ist das für eine seltsame Spieluhrenmusik? Ich habe hier auf dich gewartet. Ich wusste, du würdest mich finden. Gefällt dir die Melodie? Aber ich dachte, ich meine... Du wolltest doch mit mir zusammen fliehen. Ja, das wollte ich auch. Das will ich noch immer, Sarah. Fliehen aus dieser düsteren Welt. Endlich deinen Herzschlag spüren und dich für alle Ewigkeit in den Armen halten. Wie meinst du das? Komm, lass uns lieber schnell von hier verschwinden, bitte, David. Doch David antwortete ihr nicht. Stattdessen schritt er aus dem Lichtkreis und entzündete weitere Kerzen, die auf einer Art Altar standen. Sarah verschlug es beim Anblick des Altars die Sprache. Auf ihm standen Einmachgläser. Einmachgläser mit schlagenden Herzen. In der Mitte stand ein leeres Einmachglas. Davor auf einem roten Samtkissen ruhte ein Dolch. Schlagartig wurde der jungen Frau klar, wem sie ihr Vertrauen geschenkt hatte. Das kann doch nicht wahr sein. Das muss ein Albtraum sein. Bitte lass mich aufwachen. Bitte. Aber Sarah wachte nicht auf. Unfähig zu irgendeiner Reaktion stand sie im Kreis der Kerzen und sah zu, wie David nach dem Dolch griff und auf sie zukam. Von dem ängstlichen jungen Mann war nichts mehr übrig geblieben. David lächelte kalt. Sarah wollte fortlaufen, aber ihre Beine gehorchten ihr nicht. Sie sah in die dunklen Augen von David. Gerade als sie sich aus ihrer Starre löste und sich umdrehte, griff er nach ihrer Hand und begann mit einer allzu bekannten Stimme auf Sarah einzureden. Aber meine Liebe, gefällt es Ihnen nicht mehr bei uns? Sie sind völlig undankbar, Kindchen. Also so kann ich Sie nicht meinen, wenn Sie die ganze Zeit über zappeln. Eine Puppe braucht kein Herz. Sie ist hohl. Ja. So hohl. Während David sie packte und ihr das Herz herausschnitt, hörte Sarah die immer lauter werdenden Schläge der Herzen auf dem Altar. In dieses ohrenbetäubende Pochen mischten sich die Stimmen, die wie durch dichten Nebel zu Sarah durchdrangen, bevor sie das Bewusstsein verlor. Oh ja, nun werden sie mir Modell. Liegen. Ich sagte Ihnen doch, meine Liebe, Sie werden ausgezeichnet hierher passen. Eine neue Puppe. Eine neue Puppe für mich. David nahm die leblose Sarah in seine Arme und wiegte sie im Klang der schlagenden Herzen hin und her. Nach unzähligen Minuten öffnete Sarah die Augen. In ihrer Brust klaffte ein Loch und sie ward blutüberströmt. Dann hörte sie das Schlagen ihres Herzens, doch es kam nicht mehr aus ihrer Brust. Sie starrte erstaunt auf den Altar und erblickte ihr schlagendes Herz in dem zuvor leeren Einmachglas. Alle Kraft war aus ihr gewichen und sie fühlte sich so hilflos wie eine Puppe. Und dann begann sie mit ihm zu tanzen.
nicht sein. Ich bin mir sicher, dass es die Adresse ist. Hastig drückte Melly die Wahlwiederholung auf ihrem Handy, um ihre Freundin Sarah anzurufen. Wie schon unzählige Male zuvor in den letzten Tagen hörte sie lediglich eine Ansage, die ihr mitteilte, dass die Nummer aktuell nicht zu erreichen sei. Frustriert und beunruhigt zugleich beendete die junge Frau den Anruf. Verdammt! Warum meldet sie sich nur nicht? Hoffentlich ist nichts passiert. Hallo? Entschuldigen Sie? Können Sie mir sagen, wo ich folgende Adresse finde? Ich habe mich anscheinend verlaufen. Oh, lassen Sie mal sehen. Nein, Miss, da sind Sie schon ganz richtig. Aber was wollen Sie hier? Die Klinik ist doch nur noch eine baufällige Ruine. Klinik? Ja. Soweit ich weiß, war die Villa bis in die 30er Jahre hinein eine psychiatrische Privatklinik. Aber dann sollen dort Menschen verschwunden sein. Und die Leiterin wurde ermordet und ausgestopft im Keller gefunden. Oh, war eine ganz merkwürdige Geschichte. Jedenfalls wurde die Klinik geschlossen und das Gebäude verfiel. Aber meine Freundin hat mir diese Adresse gegeben. Sie sagte, sie hätte sich dort ein Zimmer gemietet. Das war erst vor wenigen Tagen. Die Villa muss also bewohnt sein. Und meine Freundin ist da drin. Wenn Sie mir nicht glauben, lesen Sie doch, was auf dem Schild da steht. Einsturzgefahr. Betreten verboten. Seltsam. Aber so steht es da geschrieben. Oder glauben Sie etwa an Gespenster? Gespenster?